So, willkommen zurück zu Half-Life 2. Ich kann mir ehrlich gesagt weiterhin nicht vorstellen, dass wir diese... Also, wir müssen die bestimmt besiegen, aber irgendwie ist das doch Blödsinn, oder? Ich meine, was bringt uns das? Können wir nicht einfach auf so einen Turm herauf und die so abknallen? Müssen wir unseren Raketenwerfer dafür benutzen, der überhaupt nichts kann? Das frage ich mich. Deswegen gucke ich jetzt hier nochmal, ob ich was übersehen habe. Aber eigentlich waren wir ja überall. Schrotflintenmunition. Da war ja auch kein Kasten dafür, wenn wir den nicht bräuchten würden. Oh, getroffen, glaube ich. Jo, er raucht. Endlich. Aber gleich kommt eh der zweite. Ich glaube, das ist er schon, denn der raucht nicht. Zwei Stück, Alter, ihr seid doch echt bescheuert. Ah, trifft den doch einfach mal, das kann doch nicht so schwer sein. Wer denkt sich denn so eine Waffe aus, wo die Teile rumfliegen wie sonst was? Das macht doch... warum? Das macht einfach nur übel aggro, die Kacke. Mal auch immer wieder hier an diesen Kasten muss, der ja zum Glück nicht offen rumsteht. Anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Oh, und dann die ganze Zeit diese Ameisenlöwen, die hier im Weg rumstehen müssen. Jetzt, ich habe direkt draufgezielt, anstatt dass einfach mal einmal geradeaus fliegt. Was war das jetzt? Hä, was war... Ich habe rechte Maustaste gedrückt und bin in die Luft gesprungen, gesprengt worden. Raff ich nicht. Ich raff diesen Scheiß nicht. Er macht auch nicht... Es macht auch nicht irgendwie wirklich Spaß, jetzt hier gegen zwei wieder zu kämpfen. Ich hab's in der letzten Folge schon angesprochen. Ich finde das, ehrlich gesagt sogar schon sehr nervig. Aber gut. Vor allen Dingen, weil die Dinger halt auch so scheiße rumfliegen müssen. Ach, fick dich halt die Schnauze, du kleines, dummes Drecksteil. Toll. Da ist eine Leiter. Gut zu wissen. Brauche ich nicht. Lol. Guck, da schlägt direkt neben mir ein, Alter. Was soll denn das? Das macht doch keinen Sinn. Das verstehe ich nicht. Mache ich irgendwas falsch mit dem Ding? Und erst irgendwo dahin schießen, damit es... Ja. Dann explodiert es anscheinend. Aha. Ich raff das nicht.
Leute. Leute von heute. I don't understand this fucking shit. Kommt man hier irgendwo hoch? Oh, fick dich doch, du Scheißvieh, Mann. Diese Kack-Ameisenlöwen. Die sind ja ziemlich nützlich, aber wenn die im Weg so scheiße rumstehen, dann ist es einfach nur nervig. Warum kann man nicht mehrere Teile abschießen? Warum lädt er immer das nach, wenn das kaputt ist, das Teil? Und warum trifft es das Scheißding jetzt nicht mal? Oh, es ist zum Kotzen. Ich weiß, ich meckere gerade viel, es tut mir auch wirklich leid, aber bei so einer Sache, da macht es dann auch einfach keinen Spaß mehr. Wahrscheinlich rege ich mich völlig umsonst auf, wahrscheinlich muss ich gar nicht gegen die kämpfen. Aber das verstehe ich halt nicht. Weißt du, ich ziele direkt auf den drauf und der fliegt Millimeter immer an denen vorbei. Oder ganz woanders hin, das ist einfach behindert. Kannst du machen, was du willst, da hast du keine Chance. Das sind alles, ja, das sind allesamt einfach nur Glückstreffer, die du landest hier gegen die Blöden. Ich weiß nicht, in Black Mesa, da hast du wirklich dann mit dem Teil gerade ausgeschossen. Da gab es ja auch einen Hubschrauberkampf. Da in dieser Wüstenregion, sag ich mal, da hast du ja auch gegen einen Hubschrauber gekämpft, aber da war es, glaube ich, wirklich so, dass die Waffe, die dir zur Verfügung stand, dass die wirklich dann auch gerade ausgeschossen hat. Dass die nicht irgendwie hier rumgeflogen ist wie sonst was. Und das ist eine Sache, die ist, ja, die ist einfach nur scheiße nervig. Nicht mehr und nicht weniger. Außerdem habe ich viel zu wenig Leben hier zur Verfügung. Ich weiß nicht, kann man mit diesem... mit dieser Waffe auch irgendwie anvisieren, Fernglas Z, wow. Alter! Ich weiß auch nicht, warum man nicht doppelt schießen kann. Ist klar. Ist klar. Boah, ist das behindert, Alter. Ist das einfach nur abgrundtief behindert. Da habe ich gar keine Worte für.
Hier gibt's aber keine Leiter, ne? No. Ich raff den Käse einfach nicht. Ich muss doch hier generell dann auch irgendwo weiterkommen. Nachdem ich die besiegt habe. Da muss es doch hier auch irgendwo eine Leiter geben oder so. Es ist unfassbar umständlich. Sowas habe ich in meiner ganzen Spielekarriere noch nie erlebt. Sowas abgrundtief Dummes. Ja, ich rege mich auf. Schieß halt gegens Haus. Schieß halt gegen das Haus. Es ist so lächerlich. Muss ich die steuern? Kann ich die selbst steuern, indem ich irgendwie auf den Flieger draufgehe? Anscheinend. Ernsthaft? Wow. Okay, ich habe mich zu Unrecht aufgeregt. Aber ich bleibe dabei, dass es doch sehr nervig ist, schon wieder gegen solche Viecher zu kämpfen. Viecher vor allen Dingen. Aber gut, ich habe mich geirrt. Natürlich. Fick dich doch da oben, meine Fresse. Diese Ameisenlöwen, die machen gar nichts. Die können gar nichts, diese Kack-Ameisenlöwen. Mann. Oh. Aha. Na komm, jetzt kriege ich ihn. Ich speichere. Das ist also das Geheimnis. Gut, darauf muss man aber auch erstmal kommen. Da bin ich jetzt mit Glück drauf gekommen. Ich weiß nicht. Seid ihr da sofort drauf gekommen? Ich glaube, der erste ist tot. Pass auf, dann lenke ich den anderen mal eben mit einem ab, damit ich mir neue Munition holen kann. Das wird also durch meine Waffe gesteuert, okay. Ich habe nicht mehr viel Gesundheit. So, hier habe ich ein bisschen was. Aber gut, wenn man das weiß, dann sind die ja relativ gut zu kriegen. Wenn man das nicht weiß, dann schießt man die ganze Zeit einfach nur ab und bekommt man mit Glück einen Treffer hin. Ah, den hat er zerstört. Den hat er nicht zerstört. Ah. Ruhe. Endlich Ruhe. Dankeschön. So, den laden wir auf. Sind alle Waffen nachgeladen? Anscheinend. Meine Güte, hier oben ist noch ein Medipack drin, aber ich habe ja eigentlich 100, deswegen ist das egal. So, wo geht's jetzt weiter? Erstmal, speichern? Speichern. Ach so, natürlich, das hat da jetzt ein Loch in die Wand gesprengt, diese Explosion. Okay. Status 0.
Interne Stabilisierungsteam. Sterilisatoren in gefährdeten Blocks A5, A7, B2 einsetzen. Rumpelt. Es rumpelt. Wahrscheinlich holen die jetzt noch mehr Hubschrauber zur Verstärkung. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich wollte die eigentlich nur weglegen und dann... Nova-Prospekt. Naja, egal. Das lade ich jetzt deswegen nicht neu. Muni. Sind wir voll. Sollte ich vielleicht mal benutzen. So, was haben wir hier? Gefangenenzellen oder was? Okay. Die kann ich alle nicht öffnen. Ach, ich muss doch hier irgendwo weiterkommen. Ach, da. Was? Okay. Erstmal umschauen. Erstmal sich ein Bild machen. Boah, leck, Alter. Ach, hier muss ich lang. Die Ameisenlöwen leisten ganze Arbeit. Oh, das ist schön. Scheiße, nicht schon wieder so einer. Oh nö. Na super. Okay. So, erstmal voll machen alles. Hier gab's ein paar Tote, du. Wo und wie muss ich hier hin? Ging's da vorne noch weiter? Nein. Komische Anlage hier. Hallo? Alter. Soll das ein elektrischer Stuhl sein oder was? Da vorne. Nein! Bäh. Bäh. Boah. Ich stelle mal hier hin ein. Und einen stelle ich mal hier hin. Falls jemand von hinten kommt. Wahrscheinlich kommt jetzt jemand von vorne. Okay. Huch. Na, geh weg. Alter, geh weg. Blöder Einkaufskorb. Was auch ziemlich lustig ist. Ist das. Wow, ich habe den Turm genau falsch gesetzt.
ist er auf mich aufmerksam. Muss ich die mitnehmen? Ich lasse die einfach mal hier. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ach, das sind hier. Kann man die nicht nochmal irgendwie aufstellen? Okay, ich würde aber erstmal sagen, das war's mit diesem Part. Wir haben diese zwei, ja, wie soll ich sie nennen, Alien-Hubschrauber, sage ich jetzt einfach mal, besiegt. Ich habe herausgefunden, wie man damit kämpft. Das ist einiges wert. Und das war jetzt hoffentlich dann aber damit der letzte Kampf. Wobei wir es ja jetzt wissen. Mal schauen. Mal schauen auch, wie es hier beim nächsten Mal weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Half-Life 2. Haut rein.